Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Borderlands Folge 23 mit dem Jumbo on Board. Juhu! Und Ingrim, wie geht's dir? Hallöchen, ich bin dein Fahrer, ne? So, mir geht's gut, natürlich. Ich gucke mal auf die Karte, wir müssen quasi zurückfahren. Jetzt machen wir die Schnitzeljagd für das SMG. Jo, mal sehen, Wie ob das immer. überhaupt was kann, das Ding. Ja, ich gehe mal nicht davon aus. Ah. Aber mal gucken. Ich glaube, die Schnitzeljagden, war da schon mal was Geiles bei? Ich weiß es nicht. Ja, das Scharfschützengewehr war tatsächlich ganz gut. Ah, das, was dir was bringt, auch gut. Aber wurde dann auch, ich glaube, das war auch einfach nur erstmal eine zweite Waffe dann. Ja, gut, stimmt, das war ziemlich am Anfang, ne? So, hier müssen wir nein. Okay, zu Fuß natürlich. So, ich glaube dann, ja gut, wohl. Ich glaube, es ist ein bisschen zu wenig Platz, als dass man doppelte Schnitzeljagd hier machen könnte. So, hier haben wir schon das Oder erste. wohl, doch, stimmt. Da hinten, ja doch, wahrscheinlich doch hier, ne? Pass. Ich will ein bisschen näher ran. Stirben. Aua. Ach Mist, auf der anderen Seite stand, glaube ich, ein scheiß Fass. Oh, das ist natürlich richtig bitter, sowas. Das hat mich ganz schön weggefistet. Oh, der ist geplatzt. Ach, guck mal, jetzt ist hier Ja, der Kreis ist jetzt der anders, Kreis anders, ne? Ja. Obwohl das noch nicht so viel bringt, muss man wirklich sagen. ja, gut, das finde ich. Oh, lol. Alter, dieses Rüstungsignorieren ist so krank, ne? Schild, dachte ich. Ja, meine ich ja mit. Ach so, ja, ist glaube ich auch. Hier liegen jetzt übrigens die Sachen rum, ne? Nur so, damit Ja, du. ich habe hier noch zwei Jungs angelockt. Ach so. Oh, Knaller hat natürlich Bart. Okay, ist tot. Aber gar kein Problem für Da hinten geht's uns. auch noch rein, ne? Ach so, da geht's. Ja, lass mal eben kurz hier oben gucken. Ja, ach, da Da hinten geht's oben hoch. drauf ist nämlich was. Da oben drauf ist was auf dem. Ja, wir müssen aber erst hier durch Tor Ah, ist tatsächlich. okay. Speicherpunkte mitnehmen. Oh, da steht auch ein Händler, geiler Typ. So, Ach, witzig, wo sind wir denn hier gelandet? Okay, hier ist sowieso eine Arena, ne? Okay, na gut. ich glaube auch, ich ignoriere mit jeder Waffe jetzt die Schilde, nicht nur mit dem Scharfschützengewehr. Ja, also gut, steht das da nicht. Also, wenn das allgemein da steht, dann Ja, da steht ist halt das auch nur allgemein, ne? ignoriert halt. Nö, dann ist das für alle. Das ist So, natürlich dann ist sick. nämlich da hinten drauf was. Okay, natürlich da runtergefallen, das ist klar. Und nochmal wieder Ah, hoch. ich natürlich auch. Das können wir natürlich. Ich hole jetzt erstmal den, der auf dem Haus hier ist. Ja, so, da wollte ich auch hin. Da bin ich auch nur So, gekommen. da. Hier vorne weiter kann man aber noch. Glaube, kann ich. Ah ja, ich konnte hier wieder hoch. Ja. Okay, wenn du hochkommen bist, ich bin runtergefallen. Das wirkt irgendwie so, als könnte man da gar nicht hin. Also zumindest nicht von der Seite. Was ist also, man rutscht da so komisch runter. Ja, man backt da so gegen, ne? Ja, wie soll man denn sonst hinkommen? Von der anderen Seite geht, glaube ich, nicht, ne? Nee, da geht nichts. Also, Also, ich hä? meine, ich kann es mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich mal da Ja. weiterkomme. Hä? Nee, so als wenn da eine Mauer wäre. Da ist es doch. Ja, kann ich es wegsnipen? Nein. Soll irgendwie möglich sein. Also, ich komme von hier auch nicht dran. Das ist viel zu weit weg. Ja, nee. Ich renne jetzt nochmal hoch. Kann ja nicht sein. Ich frage mich, was hier abgeht, weil eine Quest haben wir ja nicht, ne? Das sieht so nach einer Arena aus hier. Oh, das könnte wieder sein. So ein Arena-Typi. So, irgendwas anders machen als Ich kann nicht mit dem gerade. Typen reden. Mal da drauf springen. Okay, das sieht gut aus hier. Aber wir können ja Jawohl, aber. ich bin oben. Sehr geil. Schön. Ja, bitte. Neue Verbesserung für Munition und Ach, können wir Edel. es kaufen. Revolver brauche ich noch. Och, lila ist das Zeug. Aber da kostet auch richtig viel Asche.
60.000, ja klar. Gut, Combat Rifle ist erstmal wichtig. Alter, ich habe nur noch 50.000. 840? Für Shotgun hole ich das auch nochmal. Oh, so viel bringt das gar nicht, ne? Für Shotgun 20 Schuss mehr, gut. Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich denn jetzt vorher für das SMG? 600? Weiß ich nicht mehr. Boah, keine Ahnung. Und für Granaten hole ich das nochmal einmal, ansonsten lasse ich das erstmal. Alles andere brauche ich eigentlich nicht. So, Munition generell hole ich mir mal. Ja, ich glaube, ich hatte 600 vorher. Okay. Super, dann haben wir das auch. Das müssen wir alles abgeben in New Haven. Jetzt ist die Sache, genau, mach mal Rust Commons East, Middle of Nowhere. Da oben ist das. Guck mal, ob du mit dem Typen hier reden kannst, bitte. Ja. Ich konnte gerade nicht mit ihm reden, aber... Nee. Ja, der guckt ja nur so komisch an. Aber es steht halt dran, eh sprechen, ne? Ja, ja. Aber das, du kannst ja mit den Leuten im Dorf auch sprechen und dann... Ja gut, stimmt auch. Da sagen die nur einen so einen Satz oder so. Das sieht auf jeden Fall mega nach Arena aus. Voll, ne? Das sieht schick aus dahinter. Wenn man das so durchloopt, das ist schon krass. So, dann wollen wir mal... dahin, genau, schwarze Platte überprüfen. Da müssen wir auf die andere Seite hiervon. Okay. Aber da vorne gab es doch, glaube ich, einen Schnellreisepunkt, oder? Kommen wir nämlich einfach da oben hin. Nee. Nee. Nee, müssen wir hochfahren. Ja, okay. Na gut. Nee, dann müssen wir uns ja bewegen. Laufen, Autofahren. Oh, lol, du hast. Achso, guck mal, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich dann dahin teleportiert werde. Nee, das Auto dann zu dir. Sehr gut. Ja, aber irgendwann war das doch auch schon mal. Dann musste ich. Nehmen wir mal da, ne? Ach, gut, direkt hier ist auch nochmal ein Catch-a-Ride. So, Catch-a-Ride sind teilweise ja, ganz schön. Alle 100 Meter. Und so wichtig. Verpisst euch. Müssen wir hier lang? Nee. Achso, nee, das ist quasi eine Sackgasse. Wir müssen noch einen weiter. Jo. Oh, was ist das denn hier? Oh, Gegner! Hallo. Was machst du? Hey, Gegner werden abgeschlachtet, das ist Pflicht. Okay, ich bin jetzt einfach durchgefahren. Die ganzen Fangochs hier. Lasst euch alle überfahren. Achso, witzig, hier war so eine Minisprungchance. Aber der macht gleich das Auto kaputt. Schnell raus hier! Umf! Und wo schießt es? Auf nach oben. Okay, hier ist eine Waffenkiste. Ja, guck, hat sich gelohnt. Ne, mal gucken. Okay, hat sich nicht gelohnt. Ich hab nichts zu sagen. Gerade schon sagen, also ist ja Quatsch. Oh, hier ist noch eine Waffenkiste. Auch übelster Rotz. Auch übelster Rotz. Aber es gibt ein bisschen Geld wenigstens. Ich renn mal kurz hoch hier und guck, ob da noch was ist. Jo. Ah ja, ein Gegner. Erstmal Gegner. Ein ganzer nur. Okay. Okay, nee, dann lass mal weiter büschen, oder? Ja. War echt gar nichts. Nee, das war echt ein bisschen langweilig hier. Voila. Raus, so. Da lang. Diese Steuerung. Gut, dass du immer fährst. Ja, so ein bisschen habe ich die ja raus, das geht ja. Also manchmal, aber halt, manche Situationen sind halt übelst komisch damit. Büsch, oh Gott. Wenn ich die Fässer schon sehe, ne? Ne. Ja, ist halt schon. Aber wie gesagt, das ist genau die gleiche wie bei Halo zum Beispiel. Weil ich ja, Halo gespielt habe, kann man das machen. Damals bin ich schon nicht damit klargekommen. So, und hier müssen wir jetzt nämlich hin. Oh, scheiße, ich habe ja initiiert. Zum Glück, wir sind im Ladebildschirm. Oh Gott sei Dank. Ich erschrecke mich immer so. Oh mein Gott, ich habe initiiert. Oh mein Gott. Wieso machst du das denn immer? Ich bin halt einfach ein Draufgänger. Ja, so. Ist richtig mutig. Und hier waren wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Oh, neue Runde durch Glück. Ja, wir müssen einfach da unten hin. Ja. Im Prinzip ist es nur eine neue Gegend. Hier. Nee. Sieht aber gut aus. War Satellitenschüssel, ne?
Ja, es ging mir mehr um die Truhen, die da waren. So. Spiel um! Boah. Oh! Mr. Jones gefunden. Oh, oh. Oder war das? Da ist ein Killer-Bandit dran. Hä? Seinem Typen. Ja, ja, aber warum? Okay. Ja gut, ich hoffe, den haben wir nicht platt gemacht. Vielleicht sollten wir den ja auch umbringen. Okay, ach so, hier müssen. Okay, hier ist was. Damit hier auch bestimmt das schwarze Brett sein. Ich gehe mal davon aus. Ah, hier ist ein. Ich glaube, da hinten, genau. Ja, da vorne ist es. Erstmal hier den Müll durchsuchen. Vorne noch was? Oh, ja, ach, guck mal, hier ist einer. Drei Automaten. Ach, hier. Ich glaube, hier was? Kann man die abgeben. Hier ist, glaube ich, Jones. Jones. Jones, glaube ich, ne? Jones. Hier liegt was. Oh ja, hier muss man bestimmt wieder was einsammeln. Da ist wieder so ein, wie nennt man das? Hier, was eben die Tannis auch hatte. So ein Diktiergerät, so. Ah, okay. Achso, das ist defekt hier. Okay, jetzt können wir das, glaube ich, da vorne abliefern. Mal gucken. Ah ja, genau, jetzt kommen wir hier hin. Middle of Nowhere Prüfung. Wer darf wer? Achso, Miss Helena schickt dich. Ja, das schwarze Brett gibt schon lange keinen Mucks mehr von sich. Ich wünschte, das wäre anders, dann wäre hier wieder mehr los. Okay, wir bekommen Speerspitze Class Mod. Oder ich zumindest. Nicht mehr Middle of Nowhere. Class Mod? Simla soll ein paar Sicherungen, kehre damit zu Hudson Jones zurück. Okay, ich habe eine Class-Mod bekommen. Ich auch, aber die war kacke. 13 Speerspitze Class-Mod. Ja, nee, die ist doof. Okay, dann haben wir das jetzt, Middle of Nowhere, 24. Die anderen sind in Chrom's Canyon. Ich würde fast sagen, sollen wir jetzt, weil das ist jetzt ja eine neue Gegend. Hier gibt es ja bestimmt noch mehr Quests. Da unten ist auch noch. Da unten ist auch noch eine. Wir könnten ja auch erstmal die beiden Quests, die wir für New Haven haben, noch abgeben. Genau, das können wir abgeben. Genau, dann würde ich fast sagen, dass wir dann zu Chrom's Canyon wischen, oder? Wir könnten noch. In Rust Commons East, Middle of Nowhere machen, ne? Oder nicht ja, mehr sind, Middle of Nowhere. Das sind wir jetzt, ja. Das ist ja das hier jetzt. Ja, genau, dann geben wir die ab und machen dann hier noch die Quest, würde ich sagen. Oder so, wir können auch Chrom's Canyon direkt machen. Ja, lass uns das doch direkt machen. Ja, können wir auch, klar. Komm rein. Wir sind ja gerade hier. Zack, umgedreht und dann nach oben gebüscht. Weil ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier noch einfach nur eine. Also, was ist das für eine neue Gegend, das meine ich. Mhm. Ob das jetzt hier nur so ein bisschen okay. Nebenquest ist oder ob es hier noch mehr gibt. Achso, wir müssen da. Hier so lang. Was machst du denn? Ausgestiegen. Du mit deinem Penetranten aussteigen, während ich fahre. Jo, ich hab aus Versehen den Aussteigenknopf betätigt. Ja, natürlich. Jetzt darf ich aussteigen. Jetzt. So, jetzt aber, genau. Steig einfach aus, wenn ich aussteige. Okay. So. Was geht denn hier ab? Oh, es geht, ne? Weg mit ihr. Unsere allerbesten Freunde. Oh, danke. Oh, boah, diese Explosionstypen. Die sind natürlich böse. Huch. Ach, nee, oder was war das? Ah doch, die Sicherung für schwarzes Brett. Wo ist die nächste? Alter. Oh, gigantisches Getiet ist hier. Gar kein Problem. Ja, ungeschmiert. Oh, es kann fliegen. Oh, die einzigen, die gefällt sind, glaube ich, die Explosionsdinger. Au! Knallharter Feuerschleimer! Ach du heiliger Bimbam.
wo ist denn jetzt? Alter. Wo ist die nächste Sicherung? Die wird hier ganz dick angezeigt, aber ich sehe sie nicht. Alter, ich hänge hier irgendwie so ein Viech fest. Oh, der ist irgendwie in mir gespawnt. Vorrück! So, er ist auch weg. Mein Gott, jetzt so langsam reicht's hier aber auch. Voll. Ah, hier ist so eine Sicherung. Wo ist die andere? Die waren bis jetzt beide in so einem Müllhaufen. Ich hasse diese Kackviecher. Ja, die sind ein bisschen voll. Oh mein Gott. Sie könnten dann jetzt halt auch mal aufhören zu spawnen, finde ich. Ja, so langsam reicht es. Hä? Wow. Ach so. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur alles absuchen. Das ist wieder hier so ein. Nicht so ein Punkt, der es genau anzeigt, sondern einfach nur, wo wir ungefähr hin müssen. Das könnte natürlich sein. Das würde Sinn ergeben. Leuchten die denn die Dinger denn wenigstens grün? Die, genau, ja, die sind grün, ja. Okay. Hier sind sie nicht. Brauchen auch nur noch einen. Ah, ich glaube, ich habe. Jo, hab's. Weg. Hab's. Schnell weg hier, bevor wir noch wieder von diesen komischen Viechern kommen. Ich habe tatsächlich gerade ein Schild gefunden, was besser ist als meins. Ach, krass. Was, wie hoch ist das? 272. 372? 272. Ach so, boah, ich dachte gerade schon. Also ich hab 232 oder sowas. Er sitzt schon wieder im Auto. Wo war das Auto? Da lang. Komme! Das ist auch so lächerlich mit den Raketenwerfer teilweise, ne? Ich brauche für so einen kleinen Wüstenskutin irgendwie 3 oder 4 Raketen. Ja, die Dinger sind richtig öde, die Raketenwerfer. Also eigentlich, ich nehme den lieber, weil der halt besser ist gegen Fahrzeuge und Fahrzeuge sind halt so überkrank. Ja, das stimmt schon. Und weg mit dir. Geben wir kurz ein bisschen Gas. Jo. Und so, dann müssen wir hier raus. Und dann müsste hier wahrscheinlich das schwarze Brett wieder laufen. Das wäre sehr cool. Dann kriegen wir auch neue Quests natürlich. Ich also, gehe fast davon aus, ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Es würde irgendwie, bei diesem Spiel würde es mich nicht wundern, wenn wir neue Quests bekommen. Jo. So, Middle of Nowhere. Nicht mehr Middle of Nowhere. Gut gemacht, die gibt es nicht an jeder Ecke. Ja, ich werde sie mir mal ansehen, feststellen, ob sie noch zu gebrauchen sind. So, Middle of Nowhere, ein kleiner Gefallen. Töte die Spider-Ants für Hudson Johns. So, er baut das zusammen und so lange sollen wir Spider-Ants töten. Dann lass uns das mal eben kurz da um die Ecke machen, oder? Ja, klar. Machen wir mal eben. Das hier direkt um die Ecke. Okay, dann hinsprinten. Oder ist doch hier, ja, doch. Ah, ein kleiner Haufen. Ah, da kommen sie. Oh. Alles klar, in diesem Sinne. Wo bist du? Ich bin nämlich so gut wie tot. Jo, ich bin tot. Du stehst noch. Ja, neue Stärke, geil, ich bin gekillt. Gut. Mal eben. Oh, müsst ihr aber auf welche, die was spucken können. Hinter dir? Das war, glaube ich, nur normaler. Ach, Königs bei der Hand, aber wenigstens nur mit Elementarschaden. Boah, das nervt halt. Viecher sind. Ah. Ja, vor allem Spider-End getötet. 5. Und hier spawnt einfach so eine riesige, krankhafte Armee. Ja, das hatte ich gerade auch. Das ist übelst komisch. Wie, das hattest du auch? So. Was hattest du auch? Ich hatte so ein Elementar-Ding getötet und plötzlich spawnen irgendwie so 2 oder 3 andere durch.
Achso, das meinte ich jetzt gar nicht. Okay. Bei mir sah das so aus, als wenn die da rausgeploppt wären. Achso, krass. Okay, nee, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meine jetzt nur, weil wir halt. Der Quest war: töte 5 Spider-Ants und dann kommt da jetzt so eine kranke, riesige Armee an. Achso, hier hinten ist eine Waffenkiste. Ach, oh. Ich komme wieder zurück. Waffenkiste? Oh, ein Raketenwerfer. Ja, wie viel Schaden macht der? 357. Ja, den kannst du ja selber behalten. Und freut sich immer auf die Waffenkiste und so. Nur Schrott drin. Ja, voll. Vor allem diese großen silbernen, einfach so. Boah, geil. Ja, da wartet man immer mit übelst kranken Loot drin. Ist das. Leider völlig eingeschissen, die Scheiße. Ja, leider mit Code eingerieben. Genau, leider eingerieben. So. Dann gebe ich die mal wieder bei ihm ab. Zack. Gut gemacht, diese Krabbelfiecher werden mich jetzt nicht mehr so schnell belästigen. So. Kratz die Kurve, kehre zu Helena zurück und wir bringen ihr die gute Nachricht. Und hier gibt's richtig viele Quits. Am schwarzen Brett. Ja? Ja. Okay, dann. Ah ja, gut, er sagt es jetzt auch. Ich wollte mal kurz gucken. Wir können jetzt nämlich 3 Quests bei Helena abgeben. Oh, krass. Beziehungsweise in New Haven. Okay, was gibt's hier? In der Lulana Ketzerei. Verbrenne die Schriften in der Kirche der Banditen. Okay. Kreis ist gemetzelt. Ach, guck mal, Kreis Meet and Greet. Sprich mit Chuck Dune. Das ist bestimmt. Ach nee, warte mal. Ich dachte jetzt gerade, das wäre vielleicht diese Arena, aber das war ja im anderen Gebiet. So, Schnitzeljagd, Shotgun und verstecktes Tagebuch. Natürlich. Verstecktes Tagebuch? Wahrscheinlich. Könnte mir vorstellen, dass hier hinten schon ein Eintrag ist. Meinst du? Weil ich habe hier was gesehen. Ja, genau, hier ist nämlich einer. Ach, geil. Bin ich außerhalb des Camps aufgewacht. Ich weiß nicht, wie ich dorthin kam, aber anscheinend kann ich das Camp wieder verlassen. Dies wird meine letzte Nachricht, bevor ich die Echo-Aufzeichnungen so weit wie möglich verstreuen werde. Mein Echo-Recorder ist ganz klar verrückt geworden und wenn ich nicht aufpasse, drehe ich auch noch durch. Wenn ich diesen hinterhältigen Recorder los bin, komme ich zurück und forsche weiter. Alles klar. Ah gut, war jetzt natürlich der allerletzte Eintrag, aber ja. So, ich würde sagen, hat man New Haven. Die habe ich nämlich eben da so zufällig gesehen. Ja, als wir bei dem zuerst mal waren, hattest du schon gesagt, ne? Genau, da konnten wir den noch nicht anwählen, ja. So, dann jetzt nach New Haven. Geben wir die 3 Quests ab und dann haben wir die Folge schon wieder zu Ende. Abgefahren! Dann haben wir die Folge zu Ende, ist auch. Naja, gut. Haben wir drauf. Hallo. So, du hast Mr. Jones geholfen, sein Brett wieder zum Laufen zu bringen. Was? Dann ist nämlich eine gute Nachricht. Bei Gelegenheit werde ich mal bei ihm vorbeischauen. So, was haben wir? Impredapple Tough Guy Shield. Okay, der sieht geil aus mit über 300. Was? Hallo? Das sieht schneak aus. Wo ist er da? Meiner ist halt richtig verkotet. Ich bekomme mal. Ja. Aber ich habe einmal das Gefühl, dass die Sachen. Die der andere kriegt, also derjenige, der die Quest nicht abgibt, dass die Sachen schlechter sind. Ja, glaube ich, oder? Auch. Ja, hast du vollkommen recht. Bin ich auch fest von überzeugt. Das ist mir so aufgefallen, weil du dann zum Beispiel eine Elefantenhöhle gekriegt hast, der macht irgendwie 100 Schaden mehr als das Ding, was ich gekriegt habe. Ja, genau. Da fiel mir das, glaube ich, so zum ersten Mal auf. Oh, so, ist ja effektiv. Ich brauche noch ein bisschen, leider. Danke, dass du mein Tagebuch auf Zeichnung zurückgebracht hast. Ich weiß, dass du dir angehört hast und. Du wirst alles dafür tun, dass du das Gehörte wieder vergisst. Diese Aufzeichnungen sind privat und sehr persönlich. Aha. So, und, ach genau, Reaver töten. Die SMG, kannst du die gebrauchen? Also, was hast du für eine? Ansonsten kannst du ja meine haben. Ich habe eine mit 83 Schaden. Mit 38, tut mir leid. Mit 38, ich weiß jetzt gar nicht. Also, meine andere macht 4x39. 4x39? Genauso wird es angezeigt, wie bei einer Schrotflinte. 4x39. Ja. Das ist ja krank. Ja gut, nee, das ist natürlich nicht so gut wie das, was ich habe hier. Nö. Ah, ich bin Level Up. Sehe ich gerade, ja. Munitionski? Hey. Ganz ruhig bleiben. So, ich verticke jetzt nochmal kurz Sachen und ich würde sagen, dann... Ja, stimmt. Dann machen wir mal eben Ende hier. Oh, guck mal, hier ist wieder eine...
Für Level 31 ein Revolver drin. Der irgendwie krankhaften Schaden macht. So. Ja, das glaube ich denn. Nee, das Geld alle wieder reinkriegen. Alter, das war halt richtig schweineteuer, ne? Voll, so 150 habe ich jetzt wieder. Also 1000. Wo bist du? Ich habe gerade zufällig noch eine Quest angenommen. Na, wo ist er? Suche nach Informationen darüber, wer die Banditen mit Waffen versorgt. Alles klar. Hier bin ich! Gerade mal, irgendwie ist das auch schon wieder alles. Trivial jetzt. Ach du heiliger Bimbam. Ja, nee, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal kurz die Folge und dann machen wir nächste Mal mit den Nebenquests, glaube ich, weiter, ne? Ja. Ziehen wir das einmal durch und dann haben wir das auch weg. Ja, mal gucken. Es häufen sich aus irgendeinem Grund immer wieder neue an. Wir sollten vielleicht nicht alles annehmen. Es werden gar nicht weniger. Weil wir sind jetzt schon Level 27. Gerade mal kurz am Gucken. Die Hauptquests sind nämlich 25. Ui. Chrom Reven, ich bin überlegen, ob wir vielleicht doch zu Chrom's Canyon nächstes Mal abhauen oder dann. Das können wir auch machen. Den Rest dann halt später dann machen. Nein, einem anderen Mal machen. Machen wir das dann einem anderen Mal. Ja. Na gut, wir beenden auf jeden Fall erstmal jetzt die Folge. Wir würden uns natürlich wie immer über Likes und Kommentare von euch freuen und wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns bei Twitter followt und uns da mal schreiben würdet. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ja. Ciao. Ja. Ciao, Leute.